Ja, so heute wollte ich mal was erzählen zum Thema Kreislauf der Hilfen. Das ist jetzt ein Thema, also das ist so im englischsprachigen Raum weit verbreitet, Circle of Aids. Ich weiß gar nicht, inwiefern das in Deutschland so im Bewusstsein ist oder so ja, diskutiert wird. Wir hatten da schon mal was davon gehört, vom Kreislauf der Hilfen oder wer noch nicht, das wäre mal ganz interessant zu hören. So, wie bekannt ist das also überhaupt als Begriff und so weiter? Gucken wir mal, ob es Kommentare gibt. Tjana hat auch die PDF schon gepostet. Hey, Silke und Daniela und Birgit, hallo alle. Eher nicht, Andrea Lüth, okay. Lisa Feischl kenne ich gut, okay, gut. Ja, das ist, weil ich habe da keinen guten Überblick drüber, wie bekannt die Geschichte ist oder auch nicht. Also Claudia Plank gar nicht. Nadja Schmidt sagt, ganz neu für mich. Katharina Kranz-Minke sagt, habe den Begriff noch nicht gehört. Kann mir aber in etwa was vorstellen. Ne? Jessica sagt, ups, das springt ja immer. Noch, weil es so viele Kommentare kommen, das springt dann immer. Also Jessica sagt, kenne ich nur von meinem spanischen Trainer, auch interessant. Nadja Schmidt, ganz neu für mich. Anja Greiner-Adam leider nicht, Udo Vogt eher nicht. Ah ja, gut, das hatte ich mir beinahe gedacht, also weil mir das so hier in Deutschland eigentlich auch nicht so untergekommen ist. Ist aber eigentlich ein ganz nützliches Konzept, muss man sagen. Okay, also gut, das Kirtesch gesagt, ich kenne das als Wechselwirkung, falls es das ist. Ja, das hat damit zu tun, ist aber eventuell noch ein bisschen anders gelagert. Ulrike König sagt nie gehört, Ulrike Priske auch nie gehört, Daniela Schmidt mir leider eher nicht bekannt, Gudrun Vollmers leider noch nichts von gehört, ja super. Gut, Silke Spahn ganz neu für mich, okay. Silke 100 Mark noch nie gehört, leider. Okay, also es ist doch anscheinend eher sowas, was aus dem englischsprachigen Raum kommt. Also in Amerika ist es ja, ein Begriff, der geläufig ist, von dem man immer wieder hört. Also in Deutschland offensichtlich nicht, aber es ist ein nützliches Konzept. Da wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Shana hat wieder eine PDF gemacht. Da steht unten das Link dazu da. Und ich werde gleich mal den Bildschirm teilen hier. Dann können wir das gemeinsam anschauen. Hier ist es. Und zwar kann man die Sache auf unterschiedliche Art und Weisen beschreiben. Also vielleicht haben ja schon manche solche Bilder gesehen mit solchen Pfeilchen da. Ne? Das ist im Endeffekt der Kreislauf der Hilfen. Also dieser Kreislauf der Hilfen beschreibt in gewisser Weise den Energiefluss im Pferd. Ja, der beginnt eigentlich mit dem Energieimpuls aus dem Hinterbein, was am Boden ist und den Körper hochhebt und nach vorne schiebt. Ja, das ist, kann man sich fast vorstellen, wie so ein, beim Billard, ne, wenn man jetzt die Kugel mit dem Kö anstößt, ne, das ist ein Impuls, der vom Kö kommt und die Kugel rollt. Ne, und dieser Impuls wird dann praktisch von einem Wirbel zum anderen weitergeleitet, ne, und kommt dann irgendwann auch ans Genick. Und durchs Genick geht er dann runter zum Unterkiefer beziehungsweise zur Nase. Also spielt da keine Rolle, ob man jetzt ein Gebiss hat oder irgendwie eine gebisslose Zäumung. Das Prinzip funktioniert bei allen Zäumungen. Und ja, und dort, ne, wenn es dann also am Schädel angekommen ist beim Pferd, dann wird es für die Reiterin, für den Reiter spürbar durch den Zügel und kann dann über den Zügel zurück
abtransportiert werden, recycelt werden zur Hinterhand. Und das Ganze muss in beide Richtungen durch das Reiterkreuz durch. Ne? Das heißt also, man braucht eine gewisse elastische Rumpfmuskelanspannung, die für eine Stabilität, aber auch Elastizität im Sitz sorgt, sodass der Oberkörper und das Kreuz wie so eine Stahlfeder ist im Prinzip. Also schon stabil, ne? Dass man nicht einfach hier wie so ein Waschlappen oben rumgeschleudert wird, dass man andererseits aber federt, ne? Und die Bewegung ja, in sich aufnehmen kann, auch weitergeben kann. Also das Kreuz, das die Mittelpositur der Reiterin muss den Impuls aus der Hinterhand nach vorne weiter transportieren, ne? Dass also der Impuls aus der Hinterhand dann auch tatsächlich vorne ankommt am Zügel. Und umgekehrt, wenn man dann eine Zügelhilfe gibt, dann muss auch diese Zügelhilfe über das Reiterkreuz wieder zurück transportiert werden, weitergeleitet werden. So, jetzt kann man das ein bisschen aufteilen. Also wir haben hier erstmal die roten Kreise von hinten nach vorne. Also dieser Energiekreislauf beginnt mit dem Hinterfuß. Ne? Und deswegen macht es Sinn, ne, dass man jetzt von den Reiterhilfen her gesehen den Kreislauf mit der Schenkelhilfe beginnt. Ne? Man fordert also mit der Schenkelhilfe das Pferd auf, dass es ein Hinterbein hochhebt, ne, und nach vorne schwingt. Und dieser, ja, also das eine Hinterbein ist in der Luft, schwingt nach vorne, das andere ist am Boden und hebt und schiebt sozusagen die Last. Und damit wird also dieser Energieimpuls ausgesandt. Damit beginnt jetzt dieser Kreislauf, ne? Das Pferd, der Schenkel bringt das Hinterbein unter den Körper und damit auch in den Einflussbereich von Kreuz und Gewicht. Ne? Dann kann also die Kreuzhilfe das Pferd weiter nach vorne bringen zur Anlehnung zur Hand, beziehungsweise auf dem Rückweg kann dann die Gewichtshilfe den Hinterfuß beugen. Ja, also Schenkel bringt das Pferd zum Kreuz, Kreuz bringt das Pferd zur Hand. Ne? Die Hand empfängt diesen Impuls. Wenn alles gut geht, dann spürt man das in der Hand als so einen leichten Impuls, ne? wie so ein Pulsschlag. Wenn man die Finger auf eine Arterie legt, dann spürt man diesen ganz leichten Pulsschlag. Und das ist bei den beim Kreislauf der Hilfen auch so. Ich spüre, wenn alles gut ist und wenn die Verbindung von hinten nach vorne zustande gekommen ist, spüre ich also das Vorschwimmen und Auffußen des Hinterbeins. Also ich spüre das linke Hinterbein im linken Zügel, rechtes Hinterbein im rechten Zügel. Und dann kann ich diesen Energieimpuls recyceln ans Hinterbein, damit sich das Hinterbein in den Gelenken dann auch wieder schließt, wenn es auffußt. Und wenn ich möchte, könnte ich jetzt eine Parade geben. Also ich kann dann mit dem Zügel auch eine Verbindung wieder zum Hinterfuß suchen, also erst von hinten nach vorne, Schenkel, Kreuz, Zügel, und dann könnte ich mit dem Zügel durch Vermittlung des Kreuzes und Reitergewichts dann also die Gelenke des Hinterbeins zusammendrücken, was am Boden ist, und eine halbe Parade geben zum Beispiel, ne? Und dann federn die Hinterbeine sozusagen und der Gang bleibt schwungvoll. Also es ist nicht so, dass man jetzt jeden Tritt eine Parade gibt, aber bei Bedarf halt, ne, wenn man meint, jetzt müsste das Pferd die Gelenke mehr beugen, dann kann man das tun. Ne, und wenn man dann drauf sitzt, dann spürt man auch, dass da tatsächlich so ein Energiefluss unter einem im Gange ist. Ne, und man wird ein Teil dieses Energieflusses. Nun ist es wichtig, damit das funktionieren kann, dass der Reiter die Schenkel am Pferd liegen hat, damit man spürt, wie sich der Brustkorb und die Hinterhand bewegt, damit man also im Zweifelsfall im richtigen Moment mit dem Schenkel einwirken kann, auch im richtigen Maß. Ne? Wenn der Schenkel weggestreckt ist und in der Luft hängt, dann spürt man die Bewegung vom Pferd nicht. Das heißt also, die Hilfe wird im Zweifelsfall zu spät kommen, weil man die Distanz, ne, zwischen Schenkel und Pferdebauch erstmal überwinden muss. Ne? Dadurch ist dann meistens dann schon eine Verzögerung im Timing. Und wenn der Schenkel nicht
in Kontakt ist mit dem Pferd, dann wird das Pferd eventuell sich auch erschrecken, wenn jetzt ganz plötzlich so aus dem Nichts der Schenkel auftaucht und dann anklopft sozusagen. Also man sollte den Schenkel weich liegen lassen, dass man eine weiche Verbindung hat am Schenkel. Und dadurch spürt man dann die Momente für die Hilfe, wenn man eine Hilfe braucht. Also man soll jetzt natürlich auch nicht jeden Tritt mit dem Schenkel treiben, genauso wie man nicht jeden Tritt parieren soll, sondern einfach nur bei Bedarf, ne, bekommt der Schenkel und aktiviert den Hinterfuß, ne, damit dieser Energiekreislauf nicht abreißt oder nicht unterbrochen wird. Ja, der Sitz, das Becken muss oder soll diesen Energiefluss durchlassen. Das heißt also, ich brauche bewegliche Hüft- und Kniegelenke selber, ne, damit die federn können, damit die Bewegung vom Pferderücken und der Hinterhand auch durch mich durchgehen kann. Zusätzlich brauche ich eine gewisse Stabilität, also die Muskeln so um die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule rum, die müssen so, ne, für Balance sorgen, dass ich nicht zusammenklappe und nicht irgendwie vom Pferd falle sozusagen, ne? Also die sind verantwortlich für Balance halten und abfedern und mitgehen und so weiter, ne? Ja, und dann brauche ich eine Verbindung von meinem Becken beziehungsweise meiner Wirbelsäule zu Ellbogen und Oberarm, damit eine Verbindung zwischen meinem Körpergewicht und dem Zügel besteht, ne? Sodass die Zügelhilfe dann auch die Hinterhand erreichen kann. Also wenn ich jetzt diese Verbindung von meinem Körper zum Ellbogen, Oberarm und so weiter nicht habe, dann beschränken sich meine Einwirkungen auf den Pferdekopf. Also es wird dann im Endeffekt so eine Art Ziehen, ne? Und wird dann keine Parade draus, sondern eben eher eine Art Zieherei. Und das wird das Pferd dann nicht mögen. Also die Pferde wehren sich dann dagegen, ne? Und wenn man so diese Stabilität im Rumpf hat und diese Lockerheit im Hüftgelenk, die Verbindung von Becken, Lendenwirbelsäule zu Ellbogen, Oberarm und so weiter, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist wie so ein Stecker, der in so einen Stromkreislauf eingestöpselt ist und die Energie geht in alle Richtungen durch den Körper durch. Also hier hat man erst die roten Pfeile von hinten nach vorne, Schenkel bringt das Pferd zum Kreuz, Kreuz zur Hand. Dann nächstes Bild ist jetzt in umgekehrter Richtung. Ne? Wenn das Pferd dann eine Verbindung mit dem Zügel macht, dann kann man den Hinterfuß in der Hand spüren und dann bei Bedarf eben über eine Parade das Hinterbein zusammendrücken. Und hier haben wir es jetzt zusammen dargestellt. Ja, man kann es auch sich so vorstellen, dass die Schenkel- und Zügelhilfen bei fortschreitender Ausbildung immer mehr zu ja, Wächtern werden. Das heißt also, die brauchen dann weniger aktiv sein. Also man könnte sich vorstellen, das Kreuz soll jetzt Tempo, Trittlänge und so weiter Richtung regulieren, ne? Und wenn die Hinterhand ausbleibt und das Pferd praktisch sich mit den Hinterbeinen vom Kreuz frei macht und nach hinten weg diffundiert, so langsam aber sicher mit der Hinterhand, kommt der Schenkel, schickt die Hinterbeine wieder vor, also wieder nach vorne ans Kreuz ran. Und wenn die Hinterbeine dann unterm Körper sind, kann der Schenkel wieder passiv sein, einfach nur auf der Lauer liegen, bewachen, ne? Und wenn das Pferd jetzt zum Beispiel den Rücken wegdrückt und Gleichgewicht verliert, einem so nach vorne wegläuft, dann muss man eventuell das Pferd mit der Hand wieder ans Kreuz zurückverweisen. Das ist so ein Ausdruck, den einer von meinen alten Lehrern gerne verwendet hat. Also wenn das Pferd quasi dem Sitz, dem Kreuz nach vorne weg davonläuft, kann die Hand eine Grenze bilden, das Pferd zurückverweisen und dann wieder nachgeben, sodass das Pferd immer wieder zurückgeschickt wird zum Sitz, zum Kreuz. Der Schenkel schickt das Pferd nach vorne zum Sitz, die Hand schickt es dann nach hinten zum Sitz, wenn sich es vom Kreuz nach vorne frei macht sozusagen, und dann bleibt das Pferd in der Mitte und ist dann, ne, also Hand und Schenkel können dann immer passiver werden im Endeffekt. Ne? Also ein bisschen. In gewisser Weise passt es auch so ein bisschen zu Bouchers vor dem Schenkel, hinter dem Zügel Vorstellung. Ne? Deshalb haben ja die deutschen Offiziere damals überhaupt nicht
verstanden, wie er es gemeint hat, aber ich denke, der hat es so ähnlich gemeint, wie ich das beschrieben habe, dass das, also das Pferd im Prinzip am Kreuz ist, am Sitz, und Schenkel und Zügel sind passiv, solange das Pferd am Kreuz bleibt, und man wird dann nur dann aktiv, wenn man das Gefühl hat, jetzt schläft er hinten ein oder er läuft mir nach vorne weg, und dann muss ich ihn wieder so in die Mitte bringen, quasi zwischen die Hilfen. Ja, also das Musik, der Sitz spielt dann eine gewisse Rolle dabei. Ne? Der Sitz muss eine gewisse Stabilität und eine gewisse Elastizität haben, dass man den Energiefluss spüren kann, leiten, dirigieren kann, aber nicht unterbricht irgendwo. Ne? Das heißt also, ja, wenn ich an der falschen Stelle irgendeine Muskelblockade habe, zum Beispiel, wenn mein Hüftgelenk steif ist oder Handgelenk steif ist und so weiter, dann würde ich diesen Energiefluss unterbrechen. Na, das ist eben wie ja, Felsbrocken im Bach, im Fluss, die dann das Wasser behindern im Fluss, und das Wasser muss dann irgendwo ausweichen oder muss sich stauen, beziehungsweise genauso, wenn ich jetzt keine Verbindung habe mit dem Schenkel oder keine Verbindung mit dem Zügel, dann kann ich diesen Energiekreislauf nicht in Gang bringen. Das ist halt ähnlich wie auch bei einem Stromkreislauf. Ne? Wenn man da irgendwie einen Pol abhängt, dann fließt eben kein Strom mehr. Ne? Und damit die Energie durchs Pferd fließen kann, brauche ich Kontakt, ne? Am Schenkel, am Sitz, am Zügel. Ne? Und dann kann tatsächlich so die Verbindung am Zügel lebendig sein, und Informationen können ausgetauscht werden in alle Richtungen. Man kann dann den ganzen Pferdekörper spüren, im Schenkel, im Zügel, ja, im Gesäß und so weiter. So, das wäre jetzt so eine Darstellung so in der Seitenansicht. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen anders darstellen, nämlich von oben. Jetzt muss ich mal schauen, wie man das am geschicktesten machen, dass man hier was sieht. So funktioniert. Ah ja, so. So müsste gehen. So, ich habe hier einen Zirkel gebaut, einen halben Zirkel aus Pferden. Man kann sich das Ganze auch von oben her vorstellen. Ne? Man kann diesen Kreislauf der Hilfen sehr gut in Gang bringen, indem man zum Beispiel einen Zirkel reitet und dann hier mit dem inneren Schenkel das Pferd so ein bisschen nach außen übertreten lässt. Ja, wenn das innere Hinterbein in der Luft ist, äußere Hinterbein am Boden, kann ich jetzt mit meinem Gewicht und dann mit dem inneren Schenkel dem Pferd sagen, geh mal darüber, ne, so hier raus. Damit wird das innere Hinterbein unter den Körper gebracht. Das Pferd kommt dadurch auch an den äußeren Schenkel und Zügel. Ne? Und dann könnte ich, wenn es da angekommen ist, mit dem äußeren Zügel eine halbe Parade geben, wenn das äußere Hinterbein am Boden ist. Ne? Das ist dieses Vergrößern, Vergrößern zwei Drittel, dann parieren. Parieren. Also immer in dem Moment, wo das äußere Hinterbein am Boden ist, innere Hinterbein in der Luft. Schenkel bringt das Pferd Herz zum Gewicht, zum Kreuz. Ne? Kreuz bringt das Pferd zur Hand, und die Hand macht dann in umgekehrter Richtung die Verbindung wieder zum Hinterfuß und schließt diesen Kreislauf sozusagen. Ne? Und durch dieses Parieren am äußeren Zügel, wenn das äußere Hinterbein am Boden ist, auch unter Zuhilfenahme des Gewichts, wird dann das äußere Hinterbein in den Gelenken zusammengedrückt. Ne? Durch diesen Kreislauf der Hilfen und durch die Verbindung von der Reitermittelpositur mit den Unterarmen und Ellbogen und so weiter, kann man aus einer Zügelhilfe eine Gewichtshilfe machen. Das heißt also, die Zügelhilfe wirkt nicht von vorn nach hinten, sondern sie wirkt von oben nach unten. Ne? Die Zügelhilfe nimmt hier das Gewicht vom Pferdekopf und Hals, ne? Und drückt es einfach durch das Zusammendrücken der Finger und durch die Verbindung mit dem Reiter, Rumpf, Reitermittelpositur, wird es zum Reitergewicht dazu addiert, und Reitergewicht plus Pferdekopf
und Pferdehals können dann hier das äußere Hinterbein beugen und zusammendrücken. Ja, und damit kann ich das Pferd von meinem inneren Schenkel an den äußeren Zügel bringen. Also das ist dann dieses berühmte innere Schenkel zu äußere Zügel, was immer irgendwie erwähnt wird, aber meistens nicht erklärt wird, weil vielleicht irgendwie die Lehrer so annehmen, alle wissen, was damit gemeint ist, ne? Und damit kann man diesen Energiekreislauf wunderbar in Gang setzen. Dazu passt auch noch die Unterscheidung von Biegung ersten Grades und Biegung zweiten Grades. Die kann man da gleich noch mit einbauen. Also Biegung ersten Grades wäre hier dieses Zirkel vergrößern. Das heißt also, der innere Schenkel und der innere Zügel lassen das Pferd ein bisschen nach außen weichen. Also der innere Zügel, der unterhält sich dann mit der inneren Schulter. Also der wirkt dann nicht aufs Maul oder auf den Kopf, sondern der drückt einfach ein bisschen die Schulter nach außen. Der innere Unterschenkel lässt das innere Hinterbein übertreten und damit kommt das Pferd an die äußeren Hilfen Thomas, heran. they only see a still image. Can you ask people Was? if they can see you? Können mich If the alle video is okay? sehen? Shana sagt gerade, es können I'm manche curious, Leute yes. nur ein Stillfoto sehen. Das wäre natürlich blöd, ne? On Facebook and Zoom, I'm not sure. If you can ask them both. Facebook. Ne, es sieht aber so aus, als wenn. Also können mich alle sehen. Also so von den Kommentaren hier sieht es so aus. Auf Zoom hoffentlich auch. Können mich hoffentlich auch alle sehen. Sonst, naja. Just make sure it's not frozen. Is it frozen? PDF lief nicht. Okay, bei allen haben alle das Problem gehabt, dass PDF nicht gegangen ist. Some people say they couldn't see PDF. Moment, ich They gucke. can't see PDF. Zwischen alles Video, ich muss gerade mal We're gucken, not ob es schon showing them wieder the sagt, PDF, we're jetzt just geht's showing ja, I was earlier. Oh. Jetzt geht's okay. Also jetzt könnt ihr mich wieder sehen. Gut. Ja, sonst, also PDF könnt ihr euch dann auch nachher Welcome ausdrucken back. und anschauen. Also ja, PDF war im Grunde genommen ja hier so Pferd, ne? Das ist natürlich nicht so toll gezeichnet, ne? So Freihand, ne? So, und dann Reiter oben drauf. Das heißt also, mit der Schenkelhilfe wird das Hinterbein quasi aufgefordert vorzutreten und die Energie geht dann hier so von hinten nach vorne, ne? Beckenwirbelsäule durch Reiterbecken durch bis zum Pferdekopf und dann von hier wieder übers Reiterkreuz zurück zum Hinterfuß. Also man kann sich das so von der Seite aus betrachtet vorstellen, man kann sich es auch von oben her betrachtet vorstellen. Okay. Vorher, also PDF konnte man gar nicht sehen, das ist natürlich blöd. Sorry für das. Ja, schaut euch dann die PDF einfach dann separat an. Ne? Also das sind halt diese Pfeilchen dann drauf. Ne? Wie gesagt, also ne? Schenkel zum Kreuz, Kreuz zur Hand, von der Hand zurück. Und das ist, ups, hier kann man sich gleich als Übung vornehmen. Das haben wir in allen unseren Kursen eigentlich dran. Ne? Dieses Zirkel vergrößern, das war in Wien früher der erste Test des inneren Hinterfußes und dann die Parade am äußeren Zügel war der erste Test des äußeren Hinterfußes. Und ja, damit kann man also sehr gut den Kreislauf der Hilfen in Gang bringen. Und das ist wirklich dann so ein geschlossener Kreislauf, wo der Impuls immer von hinten nach vorne geschickt wird und dann wieder zurück zum Hinterfuß. Ne? Das ist die Federn der Hinterhand werden gespannt über das Gewicht und auch über die Paraden, die man ab und zu gibt. Und dann strecken sich die Gelenke wieder. Dann kommt also der nächste Energieimpuls. Ne? Die nächste Kugel wird nach vorn geschossen sozusagen. Und dann geht es immer so im Kreis. Ja, so. Das wäre also. Erstmal so wären so die wichtigsten Elemente davon. Dieser Kreislauf der Hilfen, der ist nützlich, auch wenn man das Pferd, also wenn man jetzt aufsitzt, ne, beginnt seine Reiteinheit und man nimmt die Zügel auf. Da kann man das nämlich machen, dass man zum Beispiel auf den Zirkel geht und dann mit dem inneren Schenkel das Pferd so ganz leicht an den äußeren Schenkel und Zügel ranreitet und dann Zügel aufnimmt. Ne, und
Energie recycelt, dann wieder innere Schenkel ein bisschen drauf, also ne, aufs Hinterbein drauf sitzen, Zügel ein bisschen nachfassen und so weiter. Ne? Das ist so eine Abwandlung davon. Und wie gesagt, also ich war vorher unterbrochen worden, Biegung ersten Grades ist dieses Weichen von den gleichseitigen Hilfen, innere Schenkel und Zügel bringen das Pferd nach außen an die äußeren Hilfen. Wenn das Pferd dann hier an den äußeren Hilfen ankommt, dann kann man es also quasi zwischen dem inneren Schenkel und äußeren Zügel einrahmen, so wie man das so im alten FN-Unterricht dann immer gelernt hat. Also dann macht der äußere Zügel die Verbindung zum äußeren Hinterfuß. Der innere Schenkel ist dann verbunden im inneren Hinterfuß und fordert den quasi immer wieder mal auf dazu, unter die Last zu treten. Der äußere Zügel schließt dann den Kreislauf, ne, und erdet sozusagen das äußere Hinterbein. So, ne, verbindet es mit dem Gewicht und dem Boden. Ja, dann habt ihr vielleicht auch schon mal so Zeichnungen gesehen mit einem Pferd von der Seite. Das wollte ich auch noch eventuell zeigen. Moment, ich habe hier nämlich ein Bild auch davon. Das kann ich vielleicht auch mal teilen. Gucken wir mal, ob das klappt. So. Das muss ich, ups, ein bisschen größer machen hier. So. Ups, sorry, das ist... So, hier. So. Gucken wir mal, könnt ihr das sehen? Hier. Muss ich mal schauen, jetzt auf Facebook dauert es noch ein bisschen, bis das dann umgesetzt wird. Das kann sein, dass es besser funktioniert, weil es jetzt keine PDF ist. Aber dauert jetzt eine Weile. Ups, Moment hier. Just let them know that the PDF actually has more information. Ja, und die, ja, okay, jetzt hat es vielleicht doch nicht so geklappt. Also PDF hat noch mehr Informationen. Okay. Und ja, also es gibt so eine Zeichnung auch, wo dann ein Pfeil hier vom Reiterschenkel praktisch unter dem Pferdebauch nach vorne geht und über die Schulter hoch. Das heißt also, wenn ich den Hinterfuß anfordere, dass der vorschwingt, dann hebt es den Widerrist und den Halsansatz an. Ne? Und dann über die, das spürt man dann auch wieder vorne über die Oberlinie des Pferdes im Zügel und kann dann den Kreislauf, jetzt sieht man es doch, den Kreislauf wieder nach hinten schließen und die Hinterhand beugen über die halbe Parade. Ne? So, gucken wir mal. Ja, das ist also eine Variante, die hat auch ihre Berechtigung. Also es haben halt alle Darstellungen so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Also dieses unterm Bauch durch und dann im Widerrist nach oben, das spart so ein bisschen den oder das unterschlägt den Energiefluss über das Becken, über die Rückenwirbelsäule nach vorne so ein bisschen. Das stört mich da so ein bisschen dran. Aber diese Aufwärtsbewegung im Widerrist und in der Schulter, die ist absolut gegeben, die ist absolut da. Ne? Das kann man sich auch vorstellen, das kann man auch in der Handarbeit sehr schön sehen und spüren, ne? Wenn man dann das innere Hinterbein zum Beispiel mit der Gerte touchiert und das schwingt vorwärts, aufwärts, kann man mit der Hand noch ein bisschen dieses Aufrichten im Widerrist unterstützen, das Pferd wird größer und damit merkt man, wie das Gewicht aufs äußere Hinterbein übertragen wird. Also wenn ich in dem Moment, wo das innere Hinterbein in der Luft ist, so die Schultern etwas erleichtere, na, dann kann ich das äußere Hinterbein damit belasten. Das wäre also auch eigentlich an der Handarbeit eine schöne Illustration von diesem Kreislauf der Hilfen. Kann man sehr gut sehen, sehr gut fühlen. Gut, war zu sehen. Okay. Also wollt ihr es nochmal sehen, diese Zeichnung? Dann gucken wir gerade nochmal. Ja, bei mir kam das hier mit unheimlicher Verzögerung an, deswegen habe ich dann so ein bisschen blind das Ganze erzählen müssen. Ich muss hier nochmal. So. Ja, also, ja, man sieht jetzt, das ist
aus irgendeinem französischen Buch. Das kam bei mir mal auf Facebook durch, auf dem Newsfeed, und stand aber keine Quelle dabei. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, von welchem Autor das ist, leider. Aber man sieht also hier die Linie vom Reiterunterschenkel, ne? Verbindung zum Hinterfuß, der Reiterunterschenkel aktiviert das Hinterbein, das Hinterbein schwingt vorwärts, aufwärts, ne? Und hebt quasi Widerrist und Schulter und Halsansatz und so weiter. Pferd richtet sich so ein bisschen auf. Und dieser Impuls, der geht dann eben durch die Halsoberlinie dann zu den Zügeln und dann von den Zügeln übers Reiterkreuz wieder zurück zum Hinterfuß. Ne? Also da hätte man dann statt den Pfeil von der Hand nach oben Richtung Reiterkopf, hätte man dann auch eigentlich die Linie von Reiterhand durch Unterarm, Ellbogen, Kreuz zurück zur Kruppe ziehen können. Ne? Also das wäre dann so die eher meine Interpretation davon. Also es sind immer so Approximationen halt, ne, wie der Energiefluss stattfindet. Man kann sich den Energiefluss im Pferd vielleicht auch so ein bisschen vorstellen wie Meeresströmungen. Ne? Das gibt sozusagen mehrere Strömungen im Meer zu jeder Zeit. Ne? Also es gibt, man kann sich vorstellen, eben von der Seite gesehen, wie wir es auf unserer PDF haben, so vom Hinterfuß über das Becken, die Wirbelsäule des Pferdes durchs Reiterkreuz, ne, bis runter zum Zügel und dann wieder zurück durch Zügel, Reiterkreuz zur Hinterhand. Die Darstellung hier aus diesem französischen Buch, die hat auch ihre Berechtigung. Ne, da wird jetzt also eher so die Aktivierung der Bauchmuskulatur mit angesprochen und das Anheben vom Widerrist. Das ist ein anderer Aspekt, ne, von diesem Kreislauf der Hilfen und diesem Energiekreislauf. Und dann, wie gesagt, von oben gesehen, wie ich es auf der Tafel gezeigt habe, ist auch so von innen nach außen so ein gewisser Energiefluss, also vom inneren Schenkel dann hin zum äußeren Zügel, vom äußeren Zügel zurück nach hinten, so dreidimensional, ne? Also hinten nach vorne, innen nach außen und dann wieder zurück. So you're not showing the one that I made? I did. Oh, okay. And that's the one they couldn't see, you know, that's the one they wouldn't show. So I showed them three different things. Okay, so, yeah, jetzt schauen wir mal. Gucken wir gerade mal, gibt es Fragen soweit dazu? Jessica sagt, ist mit Boucher's Jambes Sommer, Massage Jambe und Descente de Mains der Kreislauf gemeint, war mir nicht sicher, was das genau heißen soll. Dachte immer, dann können Reiter nicht kontraproduktiv hinten treten und gleichzeitig vorne ziehen. Die Descente de Mains, das Aussetzen der Hilfen, das ist dann der Idealfall, wo der Kreislauf nur im Sitz konzentriert ist. Denke jetzt an so zwei Piaffen, die ich erfüllen durfte. Ja, Descente de la Jambe, das ist so ein bisschen dieses, ne, dass ich also mit Schenkeln und Zügeln passiv werden kann, wenn das Pferd am Kreuz ist. Man hat auch manchmal das Gefühl, wenn alles gut läuft, dass man eigentlich nur so sitzt, man macht eigentlich nichts weiter. Man hat das Gefühl, das Pferd hängt dann so quasi von vom Solarplexus des Reiters. Ne? Also man hat das Gefühl, ich habe das Pferd hier so, ne? Ich kann das hier lenken sozusagen, da brauche ich nicht viel. Und gut, das dauert nicht ewig, ne? Das geht dann auch wieder mal verloren, dann muss man wieder ein bisschen nachbessern und so weiter. Ne? Also aber das wäre so die Idee. Ne? Also ich bringe, ne, vom Schenkel das Pferd zum Kreuz, vom Kreuz zur Hand und dann versuche ich, immer mehr das Pferd eben am Kreuz zu regulieren, am Kreuz zu balancieren, ne, und Schenkel und Zügel versuchen dann in den Hintergrund zu treten. Ne, und dann, ne, manchmal fallen die Pferde auseinander, manchmal bleiben sie zusammen, ne, und dann muss man immer wieder mal, ne, nachbessern halt. Ne. Ja, jetzt gucken wir mal, ob es noch Fragen gab. Gut. Okay, ich gucke gerade mal nach dem Kommentar mal viel noch zu meinen Fragen bezüglich PDFs und so weiter. Das Vorbild bis Seitwärtsbild fehlt hier. Okay, jetzt gehen wir mal ganz nach unten. Ja, Technik ist manchmal so eine Sache. Und dann zu Christina Hector sagt, ich bin mir nicht sicher, wie ich inneren Zügel und inneres Knie richtig miteinander verbinden kann. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, also ich meine, Knie und Zügel kann man separat verwenden, kann man auch zusammen verwenden. Also man muss immer sich genau vorstellen, was man tun will, welchen Körperteil man beeinflussen möchte und in welcher Weise. Ne? Also wenn ich jetzt die Schulter vom Pferd zum Beispiel nach außen bringen will, weil das Pferd sich vielleicht ein bisschen drauflegt oder mit der Schulter nach innen abweicht, dann kann ich so zum Beispiel innere Hüfte ein bisschen vorbringen und dann dadurch kommt schon automatisch das innere Knie, untere Hälfte vom inneren Oberschenkel ein bisschen mehr ans Pferd. Man kann jetzt zusätzlich mit den Zügeln so ein bisschen am Halsansatz einen Impuls geben eigentlich. Ne? Also man kann den Zügel ja an den Hals anlegen, sodass man mit der Hand nicht über den Widerriss rüberkommt, aber in die Nähe, ne? Und muss die Zügellänge genau passen halt, ne? Dann geht man nicht über den Widerriss drüber und dann kann man zum Beispiel, wenn das innere Vorderbein in der Luft ist, könnte man Schubs geben, dann kreuzt es fast so ein bisschen vor dem äußeren Vorderbein. Oder man kann, wenn diese seitwärts weisende Hilfe geben, wenn das innere Vorderbein am Boden ist, das heißt, dann trifft man indirekt das äußere Vorderbein, dann wird das äußere Vorderbein ein bisschen nach außen treten, sozusagen. Das kann man auch probieren, man kann da experimentieren, ob die Hilfe besser durchgeht, wenn das innere Vorderbein in der Luft ist oder wenn es am Boden ist. Ne? Kommt drauf an jetzt. Ne? Also oft ist es am leichtesten, wenn das Vorderbein in der Luft ist, weil kann ich genau die Flugbahn von dem inneren Vorderbein direkt beeinflussen. Sonst beeinflusse ich eher indirekt die Flugbahn vom äußeren Vorderbein. Ne? Wenn das innere am Boden ist, äußere in der Luft und der innere Zügel und das innere Knie gibt einen Schubs, dann wird das Pferd eben mit dem äußeren Vorderbein ein bisschen nach außen treten müssen, während das Innere am Boden ist. Ne? Beziehungsweise dann auch dann in der Schwebephase geht es dann weiter, wenn man das im Trab macht. Ja, und so diese Bewegung nach außen wird dann weiter gemacht. Ne? Und ja, und dann kann ich gucken, also entweder Knie alleine reicht oder ich kann auch nur mit dem Zügel alleine einen Schubs geben, oder ich kann beides zusammen verwenden. Das ist eigentlich, also kann man machen, wie man will im Prinzip, je nachdem, was am besten angenommen wird oder was am besten durchkommt. Ne? Ja, Stella Schieweg, was bedeutet es bitte, mit Kreuz oder über das Kreuz zu reiten? Ja, das ist so ein bisschen das, was ich da angesprochen hatte. Also wenn ich praktisch Pferd mit dem Schenkel zum Kreuz bringe, ne, und dann diesen Energiekreislauf herstelle, dann versuche ich ja, dass das Pferd immer mehr am Sitz in der Mitte sozusagen zwischen Schenkel und Zügel zur Ruhe kommt oder sich da ausbalanciert am Kreuz, sodass ich mit Schenkel und Zügel immer weniger nachhelfen muss, ne, oder korrigieren muss. Ne. Und dieses am Kreuz ist eben dieses Gefühl, wie ich beschrieben habe, dass das Pferd wie so eine Marionette vom Solarplexus des Reiters runterhängt, so ungefähr. Ne. Ich habe das Gefühl, ich kann das Trittlänge, Tempo und so weiter bestimmen, einfach durch meine Haltung, ne, durch die gewisse Stabilität am Oberkörper und ja, mit Federn halt im Becken und Hüft- und Kniegelenken. Und ja, früher hat man auch gesagt, das Pferd am Kreuz halten. Ne? Wenn man das Pferd nicht am Kreuz hat oder nicht am Kreuz halten kann, dann ja, fällt es einem auseinander, ne? Und dann hat man das Gefühl, man muss ständig eben mit Schenkeln und Zügeln irgendwas machen und korrigieren, weil das Pferd einem irgendwie immer auseinanderfließt. Ne? Die Hinterbeine gehen nach hinten weg oder seitlich weg. Pferd, ne, rennt einem vielleicht nach vorne unterm Hintern weg, ne, drückt den Rücken weg und so. Und so, solange solche Dinge passieren, ist das Pferd noch nicht wirklich am Kreuz. Ne? Und das ist halt so eine Bastelei auch zum gewissen Grad. Die Pferde müssen das auch lernen, dass sie sich da ausbalancieren sollen unter dem Reitergewicht am Reiterkreuz. Das heißt, also man muss dem Pferd dann immer wieder helfen, wenn es Gleichgewicht verloren hat. Immer so sagen, nee, komm, bring mal die Hinterbeine hier hin und jetzt, ne, beuge mal die Hinterbeine, trag dich mal mehr, dass du da nicht so vorne runterfällst oder nicht so auseinanderfällst. Ne? Und also das ist so eine Mischung von Elastizität und Stabilität. Ne? Manche Pferde brauchen da ganz viel Unterstützung vom Reiterkreuz. Da hat man das Gefühl, man muss so die Rumpfmuskeln relativ kräftig anspannen, damit man das Pferd also nicht einfach verliert, dass es nicht so einem auseinanderfällt. Ne? Und andere Pferde, die sind stabiler, besser ausbalanciert, vielleicht schon weiter ausgebildet, bei denen braucht man nicht so viel, da ist leichter. Ne? Das Gebäude des Pferdes spielt natürlich eine Rolle dabei. Ne? Und dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Also das Pferd braucht
So eine gewisse Unterstützung vom Reiter. Ne? Die einen mehr, die anderen weniger. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, also das Pferd bleibt jetzt so in der Fahrspur und bleibt in seinem Tempo, bleibt auch in der Haltung, ohne dass ich jetzt ständig treiben und parieren und biegen und stellen und so weiter muss, dann habe ich das Pferd am Kreuz. Ne? Das heißt, also ich kann dann passiv werden. Das war ja auch so bei den alten Meistern, diese Descente de la Mer et de la Jambe, das war so ein bisschen eine Überprüfung. Also bleibt das Pferd am Kreuz, wenn ich aufhöre zu treiben, wenn ich aufhöre, mit der Hand irgendwas zu machen. Und bei der deutschen so FN-Reiterei oder auch Militärreiterei im 19. Jahrhundert, da gab es dann das Überstreichen, ne? Mit dem man das kontrolliert hat, ob man das Pferd am Sitz halten kann. Na, wenn man jetzt einen Zügel nachgibt oder beide Zügel nachgibt, dann müsste das Pferd eigentlich am Kreuz bleiben und unverändert weiter marschieren. Ne? Wenn ich jetzt mit dem inneren Zügel überstreiche und das Pferd guckt mir nach außen, dann weiß ich, dass das Pferd eben noch nicht wirklich am Kreuz und ausbalanciert und gerade gerichtet war, sondern ich habe es noch mit dem inneren Zügel quasi ein bisschen nach innen ziehen müssen, damit die Biegung im Hals da ist. Ne? Und wenn das Pferd sich dann wirklich gut ausbalanciert und der ist im Gleichgewicht am Kreuz, dann kann ich den inneren Zügel völlig fallen lassen und das Pferd bleibt in der Biegung und bleibt da. Ne? Genauso, wenn ich jetzt mit einem oder beiden Zügeln überstreiche und das Pferd geht über den Zügel, dann ist eben Zeichen dafür, ja, Pferd war noch nicht ausbalanciert, war noch nicht am Kreuz und dann, naja, das fällt dann auf. Ne? Deswegen ist das ja auch in den Turnieraufgaben eingebaut. Ne? Und wenn ich jetzt mit beiden Zügeln nachgeben kann, also dass die durchhängen für ein paar Tritte und das Pferd geht so weiter wie bisher, dann habe ich es am Kreuz eben. Und ja, das wäre so die Zielvorstellung, ne? Und ist manchmal nicht so einfach, dahin zu kommen, aber das wäre so, ja, das, was man erreichen möchte. Ne? Und also am Kreuz und ausbalanciert, hängen wieder eng miteinander zusammen, ne? Gerade gerichtet und am Kreuz hängen eng miteinander zusammen. Ja, so. Dann Anna Wolfram sagt, wird die Parade fürs äußere Hinterbein dann erst gegeben, wenn das Pferd dann auf der Außenlinie ist oder ist es beim Vergrößern des Kreises dann abwechselnd? Also im Prinzip kann man sagen, der Zügel kann erst dann einwirken, wenn das Pferd in den Zügel hineinsteigt, ne, wie die alten Meister das gesagt haben. Deswegen muss ich das Pferd erstmal mit dem eben Schenkel zum Kreuz, dem Kreuz zur Hand bringen und dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt macht das Pferd die Verbindung von hinten nach vorne zur Hand, dann kann ich auch die Verbindung von vorne nach hinten zum Hinterfuß herstellen und den Hinterfuß beugen über die Parade. Wenn das Pferd noch nicht an die Hand rantritt und ich versuche dann irgendwie zu parieren oder zu biegen, dann wird wahrscheinlich am ehesten der Hals kürzer werden und der Rücken wegdrücken und dann, naja, versucht das Pferd sich immer mehr hinter die Hilfen zu verkriechen, weil ihm das unangenehm ist. Deswegen, also es kann natürlich passieren, wie das Leben so spielt, dass man eine Parade gibt und man hat das Gefühl, nee, ich kann den Hinterfuß gar nicht erreichen. Dann muss ich halt wieder nachgeben, Pferd wieder vielleicht mit dem Schenkel zum Kreuz bringen, mit dem Kreuz zur Hand, nochmal probieren und so weiter. Oder man hat das Gefühl, das bricht unter dem Gewicht ein. Wenn ich jetzt so mich mehr hinsetzen möchte zur Parade, kann es eben passieren, dass ein Pferd den Rücken wegdrückt und über den Zügel kommt, weil es dieses Reitergewicht noch nicht verkraftet im Rücken oder in der Hinterhand. Vielleicht sind die Hinterbeine noch nicht genug präsent, ne, unter mir. Und das heißt also, wenn ich mich auf die Hinterbeine nicht draufsetzen kann, dann wird die Gewichtshilfe, die ich versuche zu geben, tendenziell die Rückenmitte treffen und der Rücken, der bricht dann nach unten weg. Ne. Vor allem halt, wenn das Pferd einen empfindlichen Rücken hat. Ne. Und in dem Fall einfach wieder nachgeben und nochmal Hinterbeine unter den Körper bringen, dann nochmal versuchen, draufsitzen und so weiter. Ne? Ja, also so als Faustregel, ne? So erster Schenkel, dann Kreuzgewicht und dann Zügel am Schluss und dann halt nachgeben natürlich. Ne? Dann macht man meistens nicht viel falsch. Ne? Cornelia Drössler sagt, ja, da wünsche ich mir oft, dass das Reiterkreuz nicht schon so im Eimer wäre. Das ist nicht so einfach, mit einer ordentlichen Dose Schmerztabletten geht es deutlich besser. Ja, wenn man kaputten Rücken hat, ist es natürlich unter Umständen schwierig. Also beziehungsweise, also wenn man einen kaputten Rücken hat, dann kann man natürlich schauen, dass man Pferde reitet, die nicht so schrecklich viel werfen. Ne? Und
dann spielt es auch eine Rolle, wie ausbalanciert und losgelassen und so weiter, wie geschmeidig die Pferde sind. Also auch ein Pferd mit einer großen Bewegung kann weich zu sitzen sein, wenn es im Gleichgewicht geht und im Rücken schwingt und locker ist und so weiter, wenn es über den Rücken geht. Wenn die Pferde sich festmachen, ne, wenn sie also den Rücken festhalten, die Kruppe hochstoßen, und ne, so dass man eigentlich immer ne, so Schläge in Hintern bekommt von der Hinterhand des Pferdes, dann tut es weh unter Umständen. Also wenn man da schon so ein bisschen lädiert ist, ne, das ist dann ein Problem. Ne. Da ja, muss man schauen, dass man, also eventuell, ne, wenn man so ein Pferd hat, was vielleicht dazu neigt, sich so ein bisschen zu verspannen und ja, hart zu sein in der Hinterhand, könnte man schauen, dass man das Pferd vor dem Reiten longiert oder an der Hand arbeitet, dass das Pferd möglichst gut ausbalanciert und losgelassen ist und schön über den Rücken geht, bevor man sich draufsetzt, sodass das Pferd im Prinzip bereit ist, loszulegen. Ne? Also, dass man sich nicht aufs kalte Pferd draufsetzt. Ne? Und man kann auch dann vielleicht gucken, dass man sich selber ein bisschen aufwärmt. Ne? Also, je nachdem, was geht, ne? Dass man da selber irgendwelche Übungen macht, dass die eigene Muskulatur schon angewärmt ist, dass man beweglich ist. Denn wenn man jetzt als Reiter kalt ist, steif ist und es tut weh und dann ist schwer, sich loszulassen. Ne? Und wenn man sich selber quasi mit dem Sitz gegen das Pferd verteidigt, gegen die Bewegung des Pferdes und sich da festmacht, dann gibt es so diese Konflikte. Ne? Dann ist es dem Pferd unangenehm, dann macht den Rücken noch mehr fest und drückt und hält die Hinterhand noch mehr fest, dann ist es noch unbequemer zu sitzen, dann tut einem das Kreuz noch mehr weh und das ist dann so ein Teufelskreis sozusagen. Da muss man gucken, dass man in den nicht reinkommt, beziehungsweise dass man wieder rauskommt. Ne? Und also kann auch dann sein, dass man eben mal schlechte Tage hat, wo der Rücken wehtut, dann reitet man vielleicht lieber nicht, sondern macht dann lieber Handarbeit, Longieren, lange Zügel arbeiten, was halt geht. Und dann gibt es vielleicht Tage, an denen es einem besser geht und da setzt man sich drauf und reitet. Ne? Und also ja, muss man eventuell so gewisse Kompromisse dann eingehen. Ne? Ja, Claudia Planck sagt auch Fibromyalgie. Ja, ja. Beim Reiten ein bisschen Schonhaltung, braucht täglich Schmerzmittel, ja, genau. Ja, dann muss man gucken, wie man da am besten mit umgeht. Also ich denke, man kann dann sich und dem Pferd helfen, eben wie gesagt, indem man das Pferd sehr gut ohne Reitergewicht aufwärmt und vorbereitet und dann sich selber vielleicht auch entsprechend mit, was weiß ich, Yoga, Feldenkreis, irgendwas aufwärmt, ne, dass die eigenen Muskeln beweglich sind, locker sind und ne, dass man dann so ein bisschen Bewegung im Pferderücken aushält. Und dann, gut, im Trab kann man leicht traben und so, und man kann da auch Mittel und Wege finden, dass man so die Stöße minimiert. Ne. Froni Schmidt sagt, jetzt habe ich noch eine Frage, was meinst du genau mit die Beine unter das Pferd bringen, welche Aktion ist vom Reiter zu erwarten? Ja, also die mit Beine unter Hinterbeine unter das Pferd bringen, dann meine ich im Endeffekt, wenn das Hinterbein zum Beispiel nach hinten ausbleibt, dann komme ich mit dem Schenkel auf der Seite und bitte halt das Pferd, dieses Hinterbein wieder nach vorne zu bringen. Oder wenn das Hinterbein seitlich ausweicht, genauso, ne, dann soll es eben vorwärts, seitwärts wieder unter den Körper. Und auch wenn das Hinterbein hinten raus ist, kriegt man das oft am besten unter den Körper, indem man es ein bisschen übertreten lässt. Also übertreten mit Biegung gegen die Bewegungsrichtung. Das kann also ganz harmlos anfangen mit Zirkelvergrößerung, wie ich hier gezeigt habe. Oder es könnte ein bisschen Schulter vor sein, wenn mir das äußere Hinterbein irgendwie hinten raus ist oder seitlich abhaut, könnte ich so Konterschulter vorartig reiten, also ein bisschen nach außen stellen, das äußere Hinterbein im Sinne der Zirkellinie dann anschubsen, dass das dann unter den Körper tritt. Das geht meistens besser, als wenn man auf einer geraden Linie, auf einem einfachen Hufschlag treibt und dem Pferd sagt, so tritt mal unter, weil dann können die einfach den Rücken festhalten, Bauchmuskeln anspannen, ja, Rücken wegdrücken, weglaufen nach vorne und so. Und auf einer gebogenen Linie mit so ein bisschen Übertreten, da lassen sie die Hilfen meistens viel besser durchgehen und es ist viel leichter, da eine gewisse Weichheit und Harmonie herzustellen. Ja, und also das ist im Prinzip, ne, das Schwierigste, was man überhaupt machen kann, ist gerade ausreiten auf einem einfachen Hufschlag, ne, ganze Bahn.
Das hat unser alter Lehrer aus Wien, der hat es immer gesagt, ne? Die alten Meister haben gesagt, das Schwierigste, was man tun kann, ist gerade ausreiten, ganze Bahn, ne? Wo wirklich, ne, ein Tritt wieder andere ist und fährt rund und über den Rücken und, ne, durchs Genick und so weiter. Und also auf gebogenen Linien ein bisschen übertreten dazu macht es einem viel, viel leichter und macht es dem Pferd auch leichter. So, dann schauen wir mal, ich muss jetzt in den nächsten paar Minuten hier mich verabschieden, weil ich das Ganze auf Englisch nochmal machen muss. Ich gucke mal gerade bei Zoom, ob da noch Fragen waren. Okay, scheint aber nicht. Okay, oh nee, da war ein Moment, da war eine Sache. On Thursday we have another Facebook. Okay, Susanne Kreil. Okay. Sagt hier, was gibt es für Möglichkeiten, damit das Pferd zuerst mit der Hinterhand antritt und nicht erst mit der Vorhand vortritt, wenn man es antreibt. Also von der Biomechanik her bewegt sich das Vorderbein schon zuerst, aber man kann probieren, dass man das Vorderbein nur eigentlich sich nach oben bewegen lässt und nicht nach vorne zu sehr. Ne? Also so, man muss sich vorstellen, das Pferd hat Hinterradantrieb, ne? Und der Impuls für den Übergang aus dem Halten in, was weiß ich, Schritt oder Trab oder irgendwas, der kommt aus der Hinterhand und bewegt sich gern genauso eben durch die Wirbelsäule von hinten nach vorne durch, wie ich es beschrieben habe. Es gibt jetzt Pferde, die haben eher einen Vorderradantrieb. Da hat man das Gefühl, das Vorderbein läuft los, ne? Greift nach vorne und zieht. Das will ich nicht haben. Ne? Das sind so die Farbpferderassen und die Kaltblüter, die machen das gern. Die sind halt dann ein bisschen dazu gezüchtet. Ne? Für ein Reitpferd hätte ich lieber Hinterradantrieb. Das heißt also, dass das Pferd die Last aus der Hinterhand hebt und dann nach vorne schiebt. Und die Vorhand soll nur stützen. Also das Vorderbein darf sich schon nach oben bewegen, soll aber nicht nach vorne weglaufen. Also ich darf jetzt nicht das Gefühl haben, dass im Übergang der Abstand von Hinterhand zu Vorhand länger wird, ne, weil die Vorhand irgendwie wegläuft, sondern soll eher so das Gefühl entstehen, dass das Pferd sich ein bisschen zusammenschiebt. Ne? Die Hinterhand löst den Übergang aus und das Vorderbein hebt sich hoch, ne, und geht dann nach vorne. Und dann bleibt aber so der Radstand gleich oder verkürzt sich. Wenn ich das Gefühl habe, in dem Aufwärtsübergang wird der Radstand länger, dann ist blöd. Ne? Dann habe ich das Gefühl, Pferd fällt mir auseinander. Dann habe ich auch das Gefühl, jetzt ist er nicht mehr am Kreuz, ne? wenn der Radstand länger wird. Ne? Und dann ist kein angenehmes Gefühl. Muss man mit manchen Pferden dann üben, muss man gut vorbereiten, ne, dass die auch wirklich zusammenbleiben und, ne, dass die Hinterhand die Vorhand trägt quasi, ne, und nicht die Vorhand wegläuft. Eventuell, ja, muss man manchmal auch in einem Übergang selber wieder unterbrechen, parieren, sagt, nee, so bitte nicht, mach's nochmal. Ne. Und die meisten lernen es dann aber nach ein paar Wiederholungen. Ne. Ja, da fehlen manchmal, manchen Pferden fehlt man so ein bisschen das Körperbewusstsein für die Hinterbeine. Susanne will wissen, ob man Vorderradantrieb zum Hinterradantrieb umpolen kann. Ja, absolut. Also da sind dann so Stop-and-Go-Übungen gut. Ne? Da, wenn man im Halten, also kann man an der Hand zum Beispiel machen, das innere Hinterbein berühren mit der Gerte, ne? dass sich hebt und einen kleinen Schritt nach vorne macht. Ne? Und dass diesen Impuls aus dem Hinterbein, den fange ich dann vorne auf in der Hand und lenke den nach oben, sodass das, also die Vorhand mir nicht wegläuft, sondern dass dieser Impuls dann vom Hinterbein in der widerrissener Schulter nach oben geht und dann quasi wird das Gewicht von der inneren Schulter, die noch am Boden ist, aufs äußere Hinterbein übertragen. Das ist so ein bisschen wie die Zeichnung aus dem französischen Buch, ne, die ich da gezeigt habe. Und das kann man dann unterm Reiter genauso machen. Ich kann dann also drauf sitzen und das mache ich am liebsten eigentlich neben der Bande, weil die Bande so ein bisschen hilft mit Einrahmen. Man kann im inneren Schenkel dem Pferd sagen, komm, heb mal das innere Hinterbein hoch, setz es mal eine Hufbreit vor. Und dann vielleicht im äußeren Schenkel dem das äußere Hinterbein setzt einen Tritt vor. Ne. Dann soll es also wirklich so ein Hinterbein nach dem anderen nach vorne marschieren und die Vorderbeine sollen im Wesentlichen auf und ab gehen und sollen nicht größere Schritte machen als die Hinterbeine. Damit kann man dann dem Pferd ein gewisses Bewusstsein für die Hinterhand beibringen und Hinterradantrieb sozusagen. Also da ist auch ganz gut, wenn man das Pferd dann mal eben an der Hinterhand berührt. Also das Berühren der Gerte lenkt ja die Aufmerksamkeit des Pferdes auf den Körperteil.
Das ist dann also auch ein gewisser Vorteil. Und ja, dann formen die sich nach und nach um. Ne? Dann wird es nach und nach besser. So, jetzt ist es um 8. Jetzt muss ich gleich mit Englisch loslegen. We have another Facebook Live on Thursday on how to get the horse on the bit. Okay. At 9 o'clock. Donnerstag, 21 Uhr, haben wir ein Facebook Live zum Thema, wie bekomme ich das Pferd an den Zügel bzw. durchs Genick. Das baut hier drauf auf eigentlich oder schließt hier an. Das geht so nahtlos eigentlich ineinander über sozusagen. Also aus diesem Kreislauf der Hilfen, wenn man den anleiert, da entsteht dann relativ organisch dann auch dieses durchs Genick und am Zügel und so weiter reiten und über den Rücken reiten. Und gut. And we have a challenge starting next week. If they want the details, sign up for the PDF. Also wir haben nächste Woche eine Challenge wieder mal, auch so zum Thema Anlehnung am Zügel, ne? Zügelhilfen, Zügelverbindung und so weiter durchs Genick reiten. Wer Interesse hat, braucht sich nur für diese PDF da eintragen und dann kriegt er die Informationen dazu. Das wird sicherlich wieder lustig, sicher wieder interessant. Ne? Die Challenges, die sind ja immer ganz beliebt. Und heute, nächste Woche, dieses Mal, bisschen anderes Thema als sonst, aber wird sicher auch ganz, ganz interessant. Das ist ja ein Thema, mit dem viele, viele Leute lange kämpfen. Das war für mich auch ja lange Zeit so das Schwierigste überhaupt, Pferd durchs Genick reiten. Das war eine Katastrophe und keiner konnte es erklären, wie es geht. Ne? Die konnten einem alle sagen, das Pferd muss mehr durchs Genick gehen. Aber wie man es macht, hat dann eher keiner erklären können. So, dann vielen Dank, ne? Und vielleicht bis Donnerstag.